Jules, ich brauche einen Transporter. Mich hat so richtig aufs Maul gehauen. Weißt du, ich bin in Krein gefahren, ganz normal wie immer, gerade einen neuen Reifen aufgezogen und habe mir halt einfach die Kurven aufgejagt. Aber dann auf einmal in der zweiten Kurve oder so, hat mich so richtig aus der Kurve rausgehauen und das Motorrad ist ja total schon, ich kann mich keinen Meter mehr bewegen und es war fix nur wegen einem neuen Reifen. Warum gibt es solche schlechten Reifen nicht überhaupt noch? Solche Gespräche hört man entweder am Wirtshaustisch oder man wird angerufen und es wird einem erzählt. Manchmal stürzt man auch selbst und schiebt es im ersten Moment vielleicht auf den Reifen. Doch die Realität sieht eigentlich heutzutage sehr anders aus. Es gibt keine schlechten Reifen mehr. Zumindest nicht mehr von großen Markenherstellern. Und in unserem Fall gibt es sogar eine eigene Kategorie, die besonders gute Reifen bietet für den Alltag. Für die Fahrer unter uns, die so wie die meisten keine 4000 Kilometer im Jahr fahren, aber trotzdem sehr ambitioniert fahren und auch wenn sie mehr Performance brauchen, diese Performance aus dem Reifen raushaben wollen, aber trotzdem dann in die Arbeit fahren können. Und das ist so die Allgemeinkategorie, die Sportreifenkategorie, die aber auch gleichzeitig Regen fahren kann, die gleichzeitig auch den Alltag bewältigt und dann auch noch die Spezl am Abend abziehen kann. Das ist der Conti SportAttack 4. Wir haben ihn auf unser Umbauprojekt geschnallt, die BMW F900R, und ich möchte euch heute 3-4 Dinge erzählen, was ich mit dem Reifen erlebt habe, beziehungsweise warum ihr einen Sportreifen in der heutigen Zeit durchaus in Erwägung ziehen könnt, in dem Fall zum Beispiel den Conti SportAttack 4. Aber ich habe gesagt, wir fangen mal mit dem allerersten Punkt an, mit dem Einfahren. Es gilt die Devise, Motorradreifen müssen eingefahren werden. Wenn man ein nicht zu ambitionierter Motorradfahrer ist, dann kann das schon 200, 300 Kilometer mal dauern. Wenn man ein ambitionierter Motorradfahrer ist, kann das nur 5 Minuten dauern. Und auf der Rennstrecke zum Beispiel gibt man Slicks rauf, Reifenwärmer und fährt raus. Der SportAttack 4 ist da ein bisschen anders gestrickt. Grundsätzlich mal kann man ihn, wie schon erwähnt, auf der Rennstrecke benutzen, bleibt aber ein Straßenreifen. Aber der wichtige Unterschied ist, dass dieser Reifen eine spezielle Technologie von Continental unterstützt. Der ist vom ersten Moment an angeraut und ich finde, bei meinem ersten Losfahren, er hatte ca. 70-80% des Grips für mich, was ausgezeichnet war, weil in den ersten Kilometern bei unerfahrenen Motorrädern dann durchaus der ein oder andere Fehler passieren könnte. Das heißt, wir sparen uns fast zu 100% das Motorradreifen einfahren und haben vom ersten Meter an Spaß und weniger Unfallrisiko für ungeübtere Motorradfahrer. Für geübtere aber auch manchmal, weil wenn man sich blöd spielt, dann prackt es einen schneller hin, als ihr denkt. Und der Brezen ist ziemlich schnell geschehen. Das zweite, warum ich zu einem Sportreifen eigentlich aktuell den meisten Naked-Bike-Fahrern raten würde, ist das ambitionierte Fahren. Jeder von uns da draußen möchte andrücken, möchte Gas geben und dafür braucht es aber einen warmen Reifen. Das heißt, je schneller ein Reifen warm wird, desto mehr Spaß kann ich haben in kürzerer Zeit. Der Conti SportAttack 4 wird sehr schnell warm und bleibt dann auch lange warm. Das schaffen sie mit einer Mischung. Das heißt, der ganze Reifen hat nicht zwei unterschiedliche Mischungen, sondern die Mitte wird einfach etwas stärker erhitzt, damit es einfach länger drauf bleibt und die Seiten werden weniger stark erhitzt. Dadurch haben wir aber einen Reifen, der sich sehr schnell erwärmt, der sehr schnell Performance bietet und mit dem wir einfach andrücken können, mit dem wir auf die Kante fahren können, wenn wir wollen. Und das in kürzester Zeit. Und das bietet einfach den Leuten, die ambitioniert fahren wollen, schnell mehr Fahrspaß. Das klingt ja jetzt schon fantastisch, doch für einen Alltagsreifen bzw. für einen Sportreifen, den ich auch in den Alltag fahren möchte, muss ja dann auch in gewissen Situationen regenstabil sein, sage ich es mal freundlich. Und manche Reifen sind halt einfach wirkliche Sportreifen, die können nur warme Temperaturen, Sonnenschein und da haben sie einen optimalen Grip. Der Reifen hat speziell hohe Silikawerte und durch diese hohen Silikawerte hat er einen speziellen Nassgrip und oder besseren Nassgrip als andere Reifen. Und man muss auch sagen, bei der BMW, wir sind im Regen, wir sind bei Sonnenschein, wir sind immer gefahren mit dem Reifen und wir hatten da viel Spaß in der gesamten Projektlaufzeit mit diesem Reifen. Und der letzte Punkt, ein Sportreifen gibt auch immer ordentlich Feedback. Continental hat da spezielle Technologien, dass sie noch mehr Feedback dem Fahrer geben können, dass man etwas Zeit bekommt, aus der Schräglage rauszugehen. Denn ganz klar ist, überschreite ich die Limits vom physikalisch Möglichen bzw. was der Gummi hergibt, dann stürze ich. Dementsprechend ist es gut, wenn der Reifen mir Feedback gibt. Das ist auch immer in Kombination mit dem Fahrzeug ein bisschen unterschiedlich. Eine F900R gibt anderes Feedback als eine R7 oder keine Ahnung, eine Doppel-R. Es gibt alles unterschiedliche
ehrliches Feedback. Aber der Reifen ist ein sehr essentielles Element, der viel davon beeinflussen kann. Continental ist das bewusst und hat dafür auch eine spezielle Technologie. Dadurch gibt es uns auch mehr Feedback und wir können besser andrücken. Und gerade in schwierigen Situationen, egal ob es Regen, Rennstrecke, Landstraße war, haben wir das Signal bekommen, ey, nimm ihn vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Schräglage raus und dann fahr weiter. Das haben wir auf verschiedenen Motorrädern dieses Jahr auch ausprobiert und man muss auch ganz klar sagen, der Conti kann das. Aber auch wichtig, ich möchte hier keine Lobgehudelerei hier machen. Es ist im Endeffekt für jeden selbst überlassen, welchen Reifen er wählt. Ich würde euch am Ende dieses Videos eins mit auf den Weg geben. Überlegt euch vielleicht, dass ihr zu einem Sportreifen greift, der von einer Marke ist, der etwas höherpreisig vielleicht ist. So ein Satz Reifen kostet circa 300 Euro, je nachdem, mit Montage, ohne Montage, blablabla. 300 Euro um einen dicken blauen Daumen, dann habt ihr aber einen Reifen bekommen, mit dem ihr solide unterwegs sein könnt auf eurem Naked Bike, auf eurem Sportmotorrad, wo auch immer, und habt aber gleichzeitig Alltagstauglichkeit. Deswegen überlegt euch wirklich gut, ob ihr so hoch spezialisiert in eine Richtung gehen wollt und einen Sport-Sport-Reifen kaufen wollt, weil ihr das Maximum an Performance haben wollt, oder ob ihr einen Reifen haben wollt, der euch durch den Alltag begleitet und über eine gewisse Laufleistung begleitet. Denn der Reifen bietet euch mehr Laufleistung als ein Supersportreifen. Emotional betrachtet werden jetzt die meisten sagen, ey Tom, du redest ja nur super positiv davon und hast gar keinen Punkt zu kritisieren. Doch klar hat man Punkte zu kritisieren. Der Reifen bietet nicht die höchste Rennstreckentauglichkeit. Der Reifen ist ein Reifen, mit dem kann ich zur Rennstrecke fahren, mit dem kann ich meinen Tractor überleben und kann am Abend wieder nach Hause fahren. Wirklich sicher, wenn ich Fahranfänger bin, würde ich den Reifen nicht wählen, dann würde ich nicht zu einem Slick-Reifen geben, weil der mir mehr Grip bietet für die Rennstrecke und vor allem mehr Sicherheiten bietet. Roland Resch sagt es immer so schön, wenn ich Fahranfänger bin, fahre ich lieber mit einem guten Slick auf der Rennstrecke als mit einem Straßentourenreifen, mit einem Sportreifen oder sonstigen Reifen. Warum? Weil diese Reifen speziellen Grip bieten. Aber bin ich jetzt ein Fahrer, der sagt, ich weiß, was ich tue, ich kann Landstraße fahren, ich fahre ambitioniert und möchte einen Tag einfach mal auf der Rennstrecke sein, dann greif bitte zu dem Reifen und du wirst Freude haben. Bist du ein Fahranfänger, möchtest einfach Performance und möchtest aber nicht zu viel Risiko eingehen, weil einfach die Wärme und die anderen Dinge du nicht einhalten kannst, im Sinne von du fährst bei Regen, du fährst bei Sonnenschein, du fährst bei allen Wetterbedingungen, möchtest aber trotzdem Sportperformance haben, dann greif zu dem Reifen. Dann ist es die richtige Wahl. Und für die Rennstrecke würde ich dir dann trotzdem empfehlen, dass du auf einen Slick-Reifen gehst, weil du dann einfach die Grenzbereiche viel stärker spürst und viel mehr wahrnehmen kannst. Und Grenzbereiche sind mit dem privaten Motorrad unfassbar wichtig. Denn wenn du den Grenzbereich nicht spürst, dann packt es dich auf der Rennstrecke oder sonst irgendwo. Und am schlimmsten Fall bist du noch auf Achse hingefahren, dann kannst du mit dem Transporter wieder nach Hause fahren, ohne Moped. Das mal zu dem Thema. Wie hat euch dieses Video gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mein Name ist Tom. Danke fürs Zusehen. Haut rein und bitte euch!